Willkommen Leute zur nächsten Folge Minecraft Demo und oh Alter, wie es leckt. Warum leckt es so? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist das jetzt die erste Folge nach meinem Urlaub und ich dachte mir, dass ich jetzt auf jeden Fall wieder weitermachen kann hier. Irgendwie leckt es nicht so, wenn ich in diese Richtung laufe. Keine Ahnung, dann gehe ich ja einfach mal weiter. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben war. Ey, die letzte Folge ist für mich 3 Wochen her? Nee, 2 Wochen irgendwie. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall ziemlich lange und ich hoffe mal, dass das jetzt hier auch funktioniert. Warum leckt es denn so? Warte mal, ich muss mal hier was gucken. Video Settings. Ich gehe mal auf Render Distance Normal. Da geht's gleich runter. Ich weiß nicht. Also ich nehme jetzt auf jeden Fall auf meine externe Festplatte auf derzeit. Vielleicht liegt es daran, weil ja, sonst hat es ja nicht so geleckt eigentlich. Ich nehme jetzt auch wieder an dem PC auf, der ja zwischendrin auch mal kaputt war. Ich glaube, das hatte ich in InfDev angesprochen, ne? Genau. Und ja, jetzt geht's eben wieder. Es lag eben an der Grafikkarte und jetzt sollte wieder alles so weit in Ordnung sein und ich hoffe, dass es jetzt nicht irgendwie sich auf die Performance auswirkt. Also bisher hatte ich eigentlich nicht den Eindruck. Ich hatte eigentlich den Eindruck, dass es sogar noch besser ist als vorher. Oh. Und zwar auf dem anderen Profil. Beziehungsweise in der Minecraft 1.11 dann. In der neuen Version. Da lief eigentlich alles ziemlich flüssig. Im Vergleich zu vorher. Oh Mann, ey, komm. Das tue ich mir jetzt nicht an hier. Ja, ich spiele ja unter erschwerten Bedingungen. Nach 2 Wochen Pause. So. Okay. Ja, und keine Ahnung. Also, ich finde, dass das nicht so geleckt hat und ich hoffe mal, dass das ja auch in der Version sich wieder fängt. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo bin ich eigentlich? Gibt's hier Lehm? Zufällig? Nee. Gut. Ja, also keine Ahnung. Ich muss jetzt erstmal mich orientieren. Ich weiß halt überhaupt nicht mehr, wo ich da hingelaufen bin. Ich weiß nur, dass ich relativ weit weg war wieder. Und dass hier irgendwo Lava war. Die kenne ich auch noch. Ja, ich werbe jetzt erstmal eigentlich zurück. So, da haben wir auch noch eine Kuh. Ach, lol, das Schaf geht einfach in die Wanne. Also in die sehr heiße Wanne, muss man ja dazu sagen. Ja, ist ja schon nicht so kalt hier. So, das Video hier ist jetzt auch gar nicht so weit vorproduziert wie die anderen. Oder wie vorher. Das hier ist jetzt nur 6 Tage alt. Und ich denke mal, das wird auch die nächsten 2 Wochen ungefähr so bleiben, dass die Videos relativ aktuell sind. Vor allem in Minecraft Attack versuche ich das eben auch so zu halten. Wir werden sehen, wie das klappt, auch zeitlich mit dem Upload und so. Das muss ich natürlich dann alles richtig timen, wenn ich das nicht so weit im Voraus mache, dass ich das dann halt jeden Tag hinkriege, ne? Und ja, werden wir sehen. Ich denke auch mal, dass das funktionieren wird. Später werde ich dann aber wieder darauf zurückkommen und mehr vorproduzieren, also so gegen Ende meiner Sommerferien auf jeden Fall, weil ich da nochmal die Zeit nutzen will und ja, einfach ein bisschen im Voraus arbeiten für meine kommende Schulzeit, denn ja, ich denke mal, es wird relativ ernst dann und ich will nicht unbedingt dann so viel Zeit in die Videos investieren, wenn ich dann eben, ja, mich auf die Schule konzentrieren will. Und deswegen werde ich dann eben versuchen, das alles ein bisschen vorzuproduzieren. Zumindest eben die ersten Wochen und so. Wir werden sehen. Ich weiß noch nicht, wie es zeitlich passt. Wir werden es einfach mal, ja, uns angucken. Und ich versuche jetzt eben erstmal nach Hause zu kommen, weil mir ist natürlich die Sache wieder eingefallen, die ich machen wollte. Hatte ich, glaube ich, schon mal sogar erwähnt. Aber dann habe ich gesagt, nee, komm, wir reisen jetzt weiter. Aber irgendwann ist jetzt, denke ich, auch mal wieder Schluss. Ich möchte ja auch immer ein bisschen Abwechslung reinbringen hier. Und deswegen werde ich jetzt einfach wieder zurücklaufen. Und nicht hier ewig, ja, in der Gegend rumturnen, weil ich finde, das bringt irgendwann auch nicht mehr so viel. Ich meine, ich kenne die Versionen oder die Gegenden hier sowieso nicht so stark, wo ich mich ja gerade aufhalte. Also da war ich jetzt eh noch nicht so oft. Und ich hatte zwar gehofft, dass ich so ein paar Orte wiederfinde aus der Welt, die ich ja vor 1,5 Jahren ungefähr mal gespielt hatte. Also da hatte ich ja auch schon so ein Recap für mich selbst gemacht von der Minecraft-Demo, dass ich das noch mehr angucke, aber ich wollte mir das eben jetzt auch nochmal hier in den Videos angucken.
Aber so richtig habe ich diese Stellen da nicht wieder gefunden. Also keine Ahnung. Nur so ein paar Sachen, aber bei weitem nicht alles. Und ich hoffe mal, dass ich das vielleicht irgendwann nochmal später finden kann, wenn ich eben nochmal auf Reisen gehe. Wir werden sehen. Ja, jetzt nehme ich mir auch erstmal hier die Zuckerrohr und alles mit. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich bin gar nicht so weit weg von 00. Sehe ich gerade von den Koordinaten her. Also keine Ahnung. Da sind auch nochmal Kakteen. Okay. Ja, ich muss jetzt einfach mal schauen hier. Ja, hier sieht man überall Sterne. Ich glaube, ich schlafe jetzt erstmal einfach so. Weil am Tag kann man sich wesentlich besser zurechtfinden. Ich habe diese Opportunity schon wieder gar nicht mehr im Kopf gehabt. Alter, das sieht so viel besser aus. Ich probiere jetzt nochmal mit Render Distance Far. Da steht jetzt auch gar nicht mehr dieser Text da, hier mit, dass ich eine 64-Bit-Version brauche. Stand damals, glaube ich, immer da. Oder war das? Ne, das war erst ab der Beta 1.8, glaube ich. Stimmt. Okay. Ich habe halt hier nur Java 32-Bit drauf. Und halt auch nur Java 1.7. Ne, das steht ja gar nicht da. Aber ich habe noch nicht mal Java 8. Und, ja, das ist halt so ein bisschen wahrscheinlich auch das Problem, warum es so laggt. Weil mit Java 8 und vor allem mit 64-Bit ist das einfach so viel besser. Und so ist es halt echt schnell an den Grenzen, sag ich mal, ne? Das merkt man schon. Naja, wir sind jetzt auf jeden Fall auch schon wieder fast bei 7 Minuten. Ist schon mal krass. Also jetzt 6,5, aber komm, die halbe Minute, die ist dann auch egal. Da schaffen wir eh nicht viel. So, da hinten ist wieder diese Küste. Ich glaube, da standen wir doch mal. Hä? Lol. Warte mal, ist jetzt das Spiel abgestürzt? Ist ja komisch. Weil ich sehe jetzt hier gerade das, den Anfangsscreen, also den ich vor 7 Minuten gesehen habe, am Anfang der Aufnahme. Okay, warte mal, kurzer Cut. Ja, Leute, keine Ahnung, was das jetzt war hier, aber ich bin jetzt erstmal hier wieder zurück. Ich scheine auch wieder da zu sein, wo ich mich befunden habe. Ist ja komisch, also keine Ahnung. Ich hoffe, es liegt nicht an der Render Distance, weil eigentlich wollte ich schon mit der Render Distance spielen. Also dann sieht das einfach scheiße aus für die Videos, vor allem wenn wir hier so rumreisen. Wenn man dann so eine, ja, komische kleine Sichtweite nur hat. Das ist halt echt nervig. Ach du Scheiße, wie es einfach leckt, ey. Das gibt's doch gar nicht. Also so schlimm war das vorher nicht. Da konnte ich ja rendern, da war das noch besser. Wenn ich nebenbei noch ein Video gerendert habe, weiß, was da jetzt passiert. Da fliegt mir ja alles um die Ohren wahrscheinlich. Oh. Mann, oh Mann. Ich hole mir jetzt erstmal hier ein paar Lehmblöcke. Irgendwie jetzt geht's, ne? Wenn man nicht so viele Blöcke anguckt. Keine Ahnung. Ja, ich nehme das jetzt erstmal mit hier. Wenn es ja schon gerade an der Oberfläche so schön ist. Da hinten sieht auch cool aus mit dem Kaktus da. Irgendwie. Ah, da vorne sind auch schon die Fackeln. Wir sind jetzt schon ziemlich nah am Spawn. Aber ich traue mich gar nicht dahin zu gucken, ey. Hier leckt es so sehr. Was ist denn das? Sind das so viele Entities oder was? Was ist hier los? Ich verstehe das gar nicht. Wahrscheinlich wegen den Bäumen. Warte mal. Ich probiere mal was. Video-Settings. Fast. Oh, jetzt ist es wirklich wesentlich besser. Das liegt nur an den Blättern. Na, ich glaube, weil das in der Version noch so komisch funktioniert hat. Und guck mal hier. Da kann man sogar Fackeln dran setzen. Wenn man das so macht in der Einstellung. Aber das geht nicht, wenn ich auf Fancy stelle. Das geht nur, wenn ich auf Fast stelle. Das ist übelst komisch. Ach, guck mal, so leckt's überhaupt nicht mehr. Das ist ja mega geil. Da vorne ist mein Haus. Ja, sehr schön. Da sind wir jetzt wieder da. Ich kann ja mal so einen Screenshot machen. Das ist ja mal was Neues, ne? Ich wollte das ja sowieso mal so machen, eventuell hier. Die Grafikeinstellungen. Und jetzt brauche ich es anscheinend auch, ne? So. Aber ich finde es krass, dass man ja einfach Fackeln und so dran setzen kann. Blumen aber nicht. Das ist übelst komisch, ey. Warum geht das nur in der Einstellung? Das war also ein richtig komischer Bug. So, aber jetzt leckt schon wieder. Was ist denn jetzt das Problem? Lol, ey.
Ist ja übelst dumm. Naja. Auf jeden Fall habe ich vergessen, die Stoppuhr jetzt wieder einzustellen. Ich weiß schon wieder gar nicht mehr, wo wir sind. Bei welcher Minute. Naja, ich muss eben erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Aber gut, solche Fehler passieren mir eigentlich immer. So. Okay. Ich kann ja mal da drüben hingehen noch. In dieser Folge. Zu meinem Haus. Stimmt, da sieht man ja auch die Wolken nur so flach. Ah, das Zuckerrohr ist jetzt da. Da habe ich ehrlich gesagt keine Lust, das jetzt abzubauen, wenn es so leckt. Ey, das macht echt keinen Spaß. Was ist denn das? Das ist ja dumm. Warum leckt das jetzt so? Ich habe keinen Bock, die Renderdistanz runterzustellen. Nee, das mache ich nicht. Und ich weiß auch gar nicht, das ist, glaube ich, nur ein 32-Bit-Betriebssystem. Da kann ich keinen 64-Bit-Java installieren. Aber ich kann nach unten gucken. Toll. Ja. So, haben wir hier noch irgendwas, Tolles? Keine Ahnung, ich kann ja mal ein bisschen was... Ach so, hier ging ja Shift noch nicht. Stimmt. Oh, ey, wie das leckt, ey. Das ist nicht mehr auszuhalten. Ich habe 10 FPS, ey. Das ist nicht mehr normal. Das ist so ekelhaft. Ey, ich hoffe, dass das wieder weggeht. Ich muss das nochmal testen. Ohne Aufnahme. Mal sehen, wie es da läuft. Und ja, dann verabschiede ich mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein und tschüss.